Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die New Jack City Box von Manuelsen und Michael O. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. New Jack City bzw. NJC von Manuelsen und Michael O. Das Ganze am 18. Mai erschienen. Wir sehen hier einen FSK 16 Aufkleber auf der Folie, der uns verrät, dass es in der Box auch DVD bzw. Filmmaterial geben wird. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. So, am besten hier an der Naht. So, schauen wir mal. Es ist eine sehr flache Box, quadratisch, aber dafür von der Größe her etwas mehr, dafür eben umso flacher. Also wie gesagt, den FSK 16 Sticker haben wir jetzt mit der Folie weggemacht. Und dann haben wir hier eine rot-weiß und schwarze Box. Oben lesen wir in weißer Schrift König im Schatten präsentiert. Das ist ja das Label von Manuelsen. Dann Manuelsen Michael O. NJC. Das ist die Kurzform für New Jack City. Und dann haben wir hier Skyline Ansätze, also hier so einzelne Gebäude, sieht stark nach New York aus, das hinten dürfte wohl das Empire State Building sein. Gut, gefällt mir rein von Optik richtig gut, also auch hier, dass die hohen Gebäude, diese Wolkenkratzer in so einem Glanz erstrahlen und auch hier das NJC in so einem glänzenden Aufdruck ist. Ansonsten das Rot, diese Wolken hier, der Himmel, matt gehalten. Dann haben wir hier ein Zitat, Everybody wants to be the bad guy until they meet one. Das ist wohl wahr. Hier lesen wir an der Seite Manuelsen, Michael O, NJC. Hier haben wir dann ein weiteres Zitat. The loudest one in the room is the weakest one in the room. Okay, das ist ja ein Zitat aus American Gangster, meines Wissens. Nicht aus New Jack City. Also zu New Jack City gibt es natürlich auch noch einen Film. Das ist ja die Vorlage oder das Album daran angelehnt. Manuelsen, Michael O, NJC hier noch zu lesen. Gut, dann schauen wir mal auf die Rückseite. Hier lesen wir Boxinhalt, Album-CD, Instrumentals-CD, NJC, Impressions-DVD, Geldscheinklammer, Poster, Sticker und T-Shirt. Dann haben wir noch Credits und einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, machen wir den Deckel mal ab. Der Deckel lässt sich komplett abnehmen, von innen das Ganze in schwarz gehalten. Und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal die DVD in einer Papphülle. Dann haben wir hier einen Sticker. Ein Shirt, an dem die Instrumentals kleben. So, ein Shirt. Die Geldklammer. Instrumentals, ebenfalls in einer Papphülle. Das Album an sich. Und noch ein Poster. So, die Box auch hier im unteren Bereich komplett in schwarz gehalten. Gefällt mir gut. So. Und nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind, werden wir diese mal aus der Folie holen. Also einmal die Geldklammer. Das Album. Das Album sage ich schon. Das Shirt natürlich. Und das Album als letztes. So. Gut. Wir starten immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die beiden Herrschaften, links Michael O. und rechts Manuelsen abgebildet. König im Schatten präsentiert Manuelsen, Michael O. NJC lesen wir hier. Das Ganze ein Standard-Jewel-Case und hier auf der linken Seite lesen wir auch nochmals Manuelsen, Michael O. Auf der Seite nichts, glatt rot. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir hier 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Rola, Unique und Edin und Bato. Also insgesamt 4 Features, wenn ich es richtig gelesen habe. Also Rola, Bato, Unique
Edin, jawohl, 4 Features auf 13 Tracks verteilt. Dann haben wir die Credits und auch hier einen Barcode. So, dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Es dürfte relativ dünn sein. Jawohl, also wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Das Ganze hier in weiß auf rotem Untergrund. Und hier zum Abschluss nochmals dieser rote Himmel mit den schwarzen Häuserfassaden. Ja, sehr minimalistisches Booklet, aber die wichtigsten Infos sind drin, also wer daran beteiligt war und wer die Tracks produziert hat. Die CD in schwarz, rot und weiß gehalten, NJC lesen wir hier. Und das gefällt mir richtig gut. Die CD eingefärbt in schwarz, ich stehe immer drauf, wenn die nicht klassisch in diesem Silber gehalten sind, sondern wenn die in irgendeiner Farbe eingefärbt sind. Und schwarz hat auf jeden Fall Style. Auch hier lesen wir wieder New Jack City. Dann haben wir zum Album einmal die Instrumentals. Die kommen in einem Digisleeve, in dieser Papphülle. Und auch hier haben wir 13 Tracks an der Zahl. Also 13 vollwertige Tracks und Instrumentals. Keine Skits oder irgendwelche Lückenfüller, sondern 13 Tracks und auch 13 Instrumentals. So sieht dann die CD aus. So wie auch schon die Standard-CD, allerdings der Zusatz hier Instrumentals zu lesen. Und diese auch in schwarz, schön gemacht. Und dann haben wir ein weiteres Digisleeve, eine weitere Papphülle, auch hier wieder FSK 16, allerdings kein Sticker, sondern aufgedruckt. Und zwar ist das hier die Impressions DVD. Also ich schätze mal, das wird so den Entstehungsprozess von New Jack City zeigen, beziehungsweise vielleicht Making-ofs oder irgendwie hinter den Kulissen, vielleicht im Studio etc. Die CD, die DVD in dem Fall hier in Silber gehalten, Standard, und kommt in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker, quadratisch, ebenfalls hier in Schwarz, Rot und Weiß gehalten, New Jack City Gang M2018 lesen wir hier. So sieht das aus. Dann haben wir einmal die Geldklammer, gab es ja auch schon in diversen Boxen, und dann haben wir hier eine König im Schatten Geldklammer, also König im Schatten Records lesen wir hier. Das Ganze ist so dunkelgrau, so anthrazitmetallig. Sieht schön aus, kann man auf jeden Fall was damit anfangen. Dann haben wir, bevor wir zum Shirt kommen, noch das Poster, das einseitig bedruckt ist. Und zwar ist das Ganze im Hochformat. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die beiden Herrschaften, einmal Manuelsen links, einmal Michael O. rechts. Und oben lesen wir natürlich auch wieder König im Schatten präsentiert, Manuelsen, Michael O., New Jack City. Sieht für mich echt aus wie so ein Filmplakat, also krass gemacht. Vor allem die Farbkombination Schwarz, Rot und Weiß, in meinen Augen unschlagbar. Absolute Lieblingsfarben von mir. Und dann haben wir hier unten noch die Credits. Sehr schön, im Hochformat das Poster und wie gesagt einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, wie so oft, ein Shirt dabei. Und zwar dieses Shirt von der Optik, wie auch schon der Sticker, allerdings nicht mit Schwarz, Rot und Weiß, was ich gefeiert hätte, sondern das Shirt in dem Fall klassisch in Schwarz und Weiß gehalten. Also auch hier wieder dieses M, Manuelsen, Michael O., New Jack City Gang 2018 lesen wir hier. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun, natürlich mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. Das Ganze 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck. Hier mit diesem Muster links und rechts und diesen Sternen. Und dann lesen wir eben Manuelsen, Michael O., New Jack City Gang. Dann dieses Riesen-M, darunter 2018 und nochmals Manuelsen und Michael O. Ist vom Design her nicht schlecht, schwarz und weiß, klassisch gehalten. Ich hätte es natürlich bevorzugt, wenn das Shirt ähnlich wie das Artwork des ganzen Albums so in schwarz, weiß und rot gehalten gewesen wäre, aber kann man auch so in meinen Augen gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dieses Poster, A1 dürfte das sein, im Hochformat einseitig bedruckt.
Dann haben wir diesen Sticker, quadratisch, diese Geldklammer hier, so Anthrazit, Metallic. Die DVD, die New Jack City Impressions DVD in der Papphülle, ebenso wie die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box New Jack City von Manuelsen und Michael O. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Manuelsen und Michael O. unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.